Also du kommst in ziemlich guten Form zum Giro d'Italia. Was erwartest du von deinem ersten GT? Wie sollte es sein? Ja, meine erste Grand Tour. Ich weiß noch nicht genau, was mich erwartet nach 2 Wochen, 2,5 Wochen. Vor allem die letzte Woche ist dann die schwerste Woche. Ich bin in guter Form, ja, aber wie gesagt, ich muss mir das dann, vor allem dann nach 2 Wochen, denke ich, mehr von Tag zu Tag schauen und sehen. Das Ziel ist grundsätzlich mal die Gesamtwertung, aber man wird dann sehen, ob das Sinn macht oder ob man sich dann hier auf die Etappen konzentriert. Zum Beispiel, es wird ziemlich hektisch schon bei der ersten Etappe, sozusagen ein Bergankunft. Wie denkst du an den ersten 3 Etappen in Ungarn? Was erwartest du? Was solltest du erreichen? Oder was wäre gut für dich? Ja, ich glaube, die erste Etappe ist nicht so schwer. Also das Finale sieht, es ist ein Anstieg, aber ich denke nicht, dass da etwas passiert. Es ist dann doch eine gute Straße und es wird, glaube ich, sehr schnell, wo der Windschatten immer noch eine große Rolle spielen wird. Und ja, und dann das Zeitfahren ist Gott sei Dank nicht so lang, bin ich froh darüber im Moment. Und dann die 3. Etappe ist ja auch nicht so schwer. Was noch für euch, für die Mannschaft wichtig wäre allgemein? Was ist euer Plan für diese Giro d'Italia? Ja, also ich meine, wir haben auch mit Andrea einen schnellen Mann mit, der vielleicht jetzt nicht im Massensprint, aber wenn reduzierte Gruppe, haben wir eine gute Chance mit ihm zu gewinnen. Und ansonsten ja, werden wir uns eher auf die Fluchtgruppen konzentrieren. Ich bin für die Gesamtwertung da, weil es wird dann auch nicht so sein, dass ich das ganze Team zur Unterstützung habe, sondern eher so eine freie Rolle. Und ja, dann können meine Kollegen können es auch in der Gruppe versuchen. Und letzte Frage ist, du hast am Beginn erwähnt, so halt mit den Tagen und in den Wochen ein bisschen reinzukommen. Wäre das wichtig, dieses Rennen für dich wichtiger als eine Lernkurve, so wirklich so ein GT zu fahren, wie man das macht? Ganz genau. Also ich bin gut drauf, aber es ist halt Fragezeichen, was passiert nach 2 Wochen. Und das ist schon, also ja, Erfahrung sammeln und um zu sehen dann auch für die nächsten Jahre, ob es überhaupt Sinn macht oder ja, ob man da darauf aufbauen kann, dann bei einer Grand Tour auf die Gesamtwertung zu fahren. Erstens, wir haben darüber gesprochen, dass es nicht so ein Bergankunft wird am Ende, aber trotzdem war es ziemlich eng und war sogar eine Crash. Was passierte genau? Ich muss sagen, ich habe da nicht alles mitbekommen im Finale. Es war sehr hektisch und irgendwie dann das Tempo doch relativ kontrolliert. Das war ein Sturz, oder was? War ein Sturz. Okay, ja. Ich war extrem nervös davor. Ich bin dann froh, einfach nur durchgekommen zu sein. Und ich habe mir schon gedacht, dass irgendwas nicht passt, weil dann kein Team so richtig übernehmen wollte. Aber ich habe mich gut gefühlt. Es war schon ein eher langsamer Tag. Aber ja, zum Schluss, ich habe mich gut gefühlt. Und ich glaube, es war ein guter erster Tag. Und dann bist du zufrieden, so allgemein mit der Etappe, bist du eben safe rangekommen? Ja, ganz genau. Es war ein schöner Start raus aus Budapest, es waren verdammt viele Leute auf der Straße. Es war schon sehr cool, habe ich mir so nicht erwartet hier in Ungarn. Auch während der Etappe gab es immer wieder gute Stimmung, es ist schon schön zu sehen. Vielen Dank, viel Erfolg. Danke.